Hallo, ich wollte heute für euch einen Betty Page inspirierten Pin-Up Girl Look machen. Für alle, die Betty Page nicht kennen, Betty Page war ein Pin-Up Girl in den 50er Jahren. Und ich wollte heute einfach ihren Look kreieren, nachmachen. Ich wollte heute einfach ihren Look nachmachen, weil ich den einfach für die Zeit sehr inspirierend finde und er ist auch irgendwie zeitlos. Und wenn ihr Lust habt zu sehen, wie ich den Look so gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Also bei dem Pin-Up Girl Look, das ist so ein sehr klassischer Look, ist es vor allem wichtig, dass man sehr makellose Haut hat. Wer das nicht hat, ich habe jetzt einen Primer aufgetragen und danach eine Foundation. Und zwar habe ich eine gemixt. Einmal habe ich wieder mal die Mani Bourjois Foundation verwendet, die Healthy Mix, also eine hellere. Und die Bio Detox, die dünklere. Habe ich die doch gleich? Und das als dünklere, die helle hier drin, die dunkle ein bisschen außen. Es ist nicht so der wahnsinnige Unterschied, aber es konturiert das Gesicht mal natürlich schon ein bisschen vor. Und wir fangen jetzt einfach bei den Augen an. Also ich habe jetzt meine Augen zwar schon mit Concealer abgedeckt, aber ich trage jetzt noch mal ein bisschen was hier drüber auf, weil das deckt eben die kleinen Fältchen und die kleinen Adern, die einfach durchscheinen, ein bisschen ab. Und vor allem, man sollte das auf jeden Fall mit Concealer machen, weil Foundation dafür einfach ein bisschen zu aggressiv ist und nicht so gut fürs Auge. Jetzt seht ihr diese kleinen Äderchen, die kann man hier einfach so verschwinden lassen, wenn man ein bisschen Concealer aufträgt. Also aufs bewegliche Lid gebe ich jetzt so einen perlmuttfarbenen Lidschatten. Ich trage den diesmal ohne Base auf, also ich habe nur so eine ganz normale von Alverde wieder oben, weil ich will, dass die Farbe komplett unverfälscht ist und es soll sehr, sehr natürlich und sehr neutral ausschauen. Ich verwende dafür so einen hellen Ton von der Sueva Palette und trage den jetzt komplett aufs bewegliche Lid auf. Und bevor ich jetzt den gleichen Ton nochmal unter die Augenbraue setze, highlighte ich da noch ein bisschen mit Concealer, weil das kann schon mal einen enormen Unterschied erzielen. Und zwar nehme ich dafür nicht wie vorher den Pure Mineral Concealer von Maybelline, sondern diesmal nehme ich den Wake Up Concealer von Manhattan. Das ist der hier. Und zwar direkt hier unter die Augenbraue. Das verarbeite ich jetzt einfach mit dem kleinen Finger. Ich weiß nicht, warum die Kamera heute dauernd so komisch fokussiert. Und jetzt setze ich denselben Ton nochmal unter die Augenbraue. Und auch hier vorne. Soll einfach den Blick öffnen. Genau bis hierher. Jetzt trage ich in die Lidfalte mit einem dünnen Pinsel einen Braunton auf, so leicht schimmernd, und der soll einfach die Lidfalte verstärken und das Auge ein bisschen hervorheben. Und circa bis hierher, dass hier so eine, also wenn man den Pinsel hierher legen sollte, sollte das alles hier so eine schräge Linie hinauf haben. Also circa bis hierher. Hier kann man auch so abmessen. Man könnte davor sich auch so eine leichte Linie hinzeichnen, um zu sehen, wie weit man gehen muss, aber ich finde es eigentlich so leichter. Jetzt gehe ich noch mit einem ganz, ganz dunklen Braun
nochmal rein mit noch einem schmäleren Pinsel, damit ich eine härtere Linie erziele. Also bei dem Look ist es, sollte man möglichst nicht verblenden. Dafür nehme ich jetzt noch einen ganz dünnen Pinsel. So ein. Gehe hier ins äußere Drittel nochmal mit einer bisschen härteren Linie rein. Und wo man ein bisschen patzelt, einfach noch ein bisschen nachbessern. Gut, dann kommen wir als nächstes zu den Augenbrauen. Die Mädels damals haben entweder ganz, ganz dünne Augenbrauen gehabt oder dicke. Und weil meine Augenbrauen jetzt irgendwie zu dick sind, dass ich sie übermalen würde und dann noch ein bisschen dünner machen würde, dass es natürlich ausschaut, mache ich sie einfach jetzt dicker. Und zwar verwende ich dafür einen Augenbrauenstift. Ihr könnt das Ganze natürlich auch gerne mit einem Puder machen, aber ich habe das momentan nicht da. Das zeige ich euch ja anders mal, wie das geht. Jetzt verwende ich dafür einen Augenbrauenstift. Also ich verwende dafür den Eyebrow Pencil Nummer 81 Braun von... ich wüsste jetzt gar nicht mehr, von was das ist, weil er nur noch so klein ist. Also. Aber den gibt es eh von jeder Marke und nicht so teuer. Einfach die natürliche Form nachfahren. Und es soll ruhig hart und unnatürlich ausschauen. Also das ist auch nicht gewollt. Also das Ding, was natürlich ist, ist nicht gewollt. Vor allem meine Augenbrauen sind hier heller. Und normalerweise würde ich jetzt nicht bis vormalen, aber bei dem Look ist es einfach wichtig, dass die Augenbrauen durchgehend gleich aussehen. Ein bisschen rund sogar sind. Bestens am Anfang so leicht aufzeichnen. Dann kann man nämlich noch leichter ausbessern für den Fall, dass was schief geht. So, und jetzt mache ich was die Pin-Up Girls damals vielleicht nicht gemacht haben. Aber ich finde, es schaut ganz gut aus. Und zwar verwende ich einen weißen Kajal hier innen. Und gehe dann noch mit diesem dünkleren Lidschatten, den ich hier oben habe, ziehe ich noch eine ganz präzise Linie ums Auge herum. Verwende wieder für wieder einen Look bei Piper Kajal. Weil die Kajale vom Piper wirklich total gut sind. Durch den Kajal wirkt das Auge einfach ein bisschen größer. Wichtig ist vor allem hier drin. Und ausdrucksstärker. Und wenn der Kajal hier so trocken, so dreckig wird, einfach hier am Handrücken ein bisschen säubern, damit er wieder weiß wird. Jetzt verwende ich nochmal diesen dünnen Pinsel. Jetzt verwende ich nochmal diesen dünnen Pinsel und ziehe jetzt genau in der Farbe mit Lidschatten einen Kajalstrich unter das Auge. Und um das kantiger wirken zu lassen, nehme ich jetzt ein nasses Wattestäbchen und bessere hier noch aus, da wo es halt ein bisschen zu weich geworden ist. Riecht es so. Und dann wird dadurch der Strich einfach präziser. Um das Ganze dann noch ein bisschen intensiver und präziser zu machen, verwende ich nochmal einen Concealer. Ich nehme den jetzt auf dem Handrücken. So etwas, so eine ganz kleine Menge. Und arbeite mit dem Pinsel und ziehe hier unten nochmal nach, also unter dem Kajalstrich, also dem puderigen Kajalstrich, damit es noch ein bisschen extremer aussieht. Und am Schluss für die Augen verwende ich jetzt noch falsche Wimpern und zwar von Jofrica. Die hier sind Echthaarwimpern von Piper. Die gibt es im Moment in so einer Aktion, also falls ihr die haben wollt, müsst ihr euch echt beeilen, weil die gehen voll weg. Anderes Wimpernpaar, was ich von denen gekauft habe, habe ich bei meinem Last Minute Halloween Tutorial verwendet und die sind wirklich gut. Ich werde jetzt aufkleben. Und ja, sonst für den Fall, weil ihr keine falschen Wimpern verwenden wollt, wenn ihr den Look nachmachen wollt, dann würde ich euch empfehlen, einfach eine gute Wimperntusche zu nehmen, mit der man ähnlich gutes Ergebnis erzielt. Zum Beispiel die Sexy Curves von Rimmel oder die Volume and Define Mascara von Manhattan. Von Manhattan, Maybelline meine ich. Und ja, also ich werde jetzt diese Wimpern aufkleben. Also für die Lippen nehme ich jetzt einen roten Lippenstift und zwar den Rouge d'Amour von Nivea bei Chantal Thomas. Das ist die Nummer 69. Den habe ich schon bei der Herzkönigin verwendet, der ist echt super.
und den trage ich jetzt mit einem Lippenpinsel auf, weil, also farbigen Lippenstift würde ich niemals einfach so auftragen, weil es einfach sehr unpräzise werden kann. So, um bei den Lippen jetzt noch ein präziseres Ergebnis zu erzielen, verwende ich jetzt nochmal den Concealer und mache noch eine härtere Kontur um die Lippen herum. Dafür nehme ich wieder den Concealer auf den Handrücken, um ihn ein bisschen zu erwärmen. Nicht zu viel, so reicht ungefähr, so das hier. Und nehme nochmal den Concealer-Pinsel und ziehe so eine Linie um die Lippen rum. So, und zum Schluss verwende ich jetzt noch ein Rouge zum Konturieren und ein Rouge ein bisschen auf die Wangen, um dem Ganzen noch ein bisschen Frische zu geben. Was ich noch vergessen habe vorher, ist die Wimpern unten zu tuschen, das werde ich jetzt aber auch gleich nachholen. Und dann ist der Look eigentlich schon fertig. Ich werde irgendwann mal in nächster Zeit noch ein Betty Page Haartutorial machen, weil das ist halt so die typische 50er Jahre Frisur, aber sie hat halt eher so Wellen gehabt, wie Katy Perry zum Beispiel. Ich werde noch ein Tutorial dafür machen, wie man diese Frisur auch mit Locken hinkriegt, wenn man Naturlocken hat, so wie ich. Aber das dauert noch ein bisschen, also ich werde es in nächster Zeit machen. Also grundsätzlich heißt es immer, der Ton, den man für die Lippen verwendet hat, also für den Lippenstift, sollte sich im Rouge widerspiegeln. Da ich jetzt aber nur ein bisschen konturiere, muss das nicht unbedingt sein. Ich verwende so ein braunrotes Rouge und setze es hier unter den Wangenknochen. Und zwar hier nur so ein kleines Dreieck, könnte man sagen. Und dann setze ich noch so ein rostrotes Rouge, die Farbe hier, bisschen drüber, aber nur ganz, ganz dezent. Das reicht schon. So. Und jetzt tue ich noch unten die Wimpern und dann ist der Look eigentlich schon fertig. So, und jetzt ist er fertig, der klassische Betty Page Pin-Up Girl Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen für den Fall, wenn ihr es macht. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald mal. Ciao!